Perfekt. Der Bundespräsident hat mit Entschließung vom 10. August 2021 gemäß Artikel 28 Absatz 1 des Bundesverfassungsgesetzes den Nationalrat für den 14. September 2021 zu seiner ordentlichen Tagung 21/22 der 27. Gesetzgebungsperiode einberufen. Das amtliche Protokoll der 119. Sitzung sowie die nicht verlesenen Teile des amtlichen Protokolls der 120. Sitzung vom 19. Juli 2021 sind in der Parlamentsdirektion aufgelegen und wurden nicht beanstandet. Verhindert sind heute die Abgeordneten Engelberg, Kopf, Smodic, Neumann, Stocker, Cornelia Ecker, Keck, Kucharowitz, Rosa Ecker, Kainz. Von der Bundeswahlbehörde ist die Mitteilung eingelangt, dass der Abgeordnete Josef Schellhorn auf sein Mandat verzichtet hat und an seiner Stelle Frau Magister Julia Seidel in den Nationalrat berufen wurde. Da der Wahlschein bereits vorliegt und die Genannte im Haus anwesend ist, darf ich sogleich zur Angelobung kommen. Nach der Verlesung der Gelöbnisformel durch die Schriftführung wird die neue Abgeordnete mit den Worten „Ich gelobe“ den Eid ablegen. Ich ersuche nunmehr den Herrn Schriftführer Abgeordneten Zanger um die Verlesung der Gelöbnisformel. Unverbrüchliche Treue der Republik Österreich, stete und volle Beobachtung der Verfassungsgesetze und aller anderen Gesetze und gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten. Magister Julia Seidel. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank. Seien Sie begrüßt in unserer Mitte. Für den heutigen Sitzungstag hat das Bundeskanzleramt über die Vertretung von Mitgliedern der Bundesregierung folgende Mitteilung gemacht. Der Kanzler wird durch den Herrn Vizekanzler, der Außenminister durch die Ministerin Köstinger und die Ministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort Magister Schramböck. Dr. Schramböck wird durch die Bundesministerin Edtstadler vertreten. Ferner darf ich bekannt geben, dass die Mitglieder der Bundesregierung, die sich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union aufhalten, wie folgend bekannt gegeben wurde. Der Bundesminister Kocher wird durch den Bundesminister Mückstein vertreten und die Bundesministerin Gewessler durch den Staatssekretär Brunner. Ich darf bekannt geben, das hat sich nicht geändert. So wie bisher wird der ORF 2 bis 13 Uhr übertragen, dann der ORF 3 bis 19.15 Uhr. Und anschließend wird die Sitzung in der TVD kommentiert übertragen.